daran, das Universum aufzuräumen. Warte mal drauf. Hat bestimmt ja. Und über 345 komme ich nur mit bestimmter. Das Universum wird immer gefährlich. Sprich mit mir, Hüter. Man munkelt, Sachen. Dass da draußen Tod und Teufel herrschen. Ja, ja, ja. Tut's auch. Weiß ich. War ja, schon was auf 345. Wenn es meine Funktion ist, der Vogel zu dienen, was ist dann besser als die Hüter zu sein? Bin somit fast schon. Das Maximallevel normaler Loot. Ich sag das mal so. Special Loot kriegt man ja von den majestätischen Längern da. Also von den mächtigen Engrammen. Was kann ich für dich tun, Warlock? Ist das eine Pistole? Kann ich das hier nicht so pushen? Ernsthaft? Ach so, ja. Ich dachte, das wäre jetzt. Neugierig, was du mir da gebracht hast. Sorry. Gib nicht auf. Wir wissen das alle zu schätzen. Ich denke mal, dass ich vielleicht morgen an Strikes mache oder so, ich weiß noch nicht. Ich habe noch so viel anderes Zeug zu spielen, dass ich muss mir mal wirklich Platz schaffen, um Destiny weiter zu zocken. Und wenn ich mal nicht weiß, was ich zocken soll, dann Destiny. Also so ungefähr. Du gibst einfach nicht auf, oder? Hast Gaul ausgeschaltet, den Reisenden erweckt. Aber das ist auch 340, was? Dinge in Bewegung setzen. Und deswegen habe ich mit dem ganzen Clan-Ding überhaupt angefangen. Die Leute erwarten immer noch, dass sie... Sei da draußen vorsichtig. Warum sind die einen Dinger dann auf 380? Ist 345 das Maximale? Vielleicht spielen wir das jetzt gerade sagen. Ich brauche nur etwas, das funktioniert. Mein Bruder ist der Intendant des Opernhauses im Wanderhaus. Wenn dem so ist. Dann bin ich Max Level. Das war ein mächtiges Engramm. Dieses Mal klemmst du mir nicht wieder. Der Reisende ist so verachtenbar Raum. Diese Moss lasst mal drin. Besser wär's. Aufträge habe ich. Drei. Interessant. Dafür muss ich drei Patrouillen abschließen. Probleme in der Welt, ne? Nett von dir. Damit kann ich arbeiten. Ja, die Aufträge sind jetzt nicht mehr in den Waffenslots. Könnte also schon sich um Waffen. Und das kann ich. So.
Maximal Level erreicht? Fragezeichen. Lassen wir es auf Arcus oder wollen wir Solar? Ach komm, ich bin der Solarkrieger. Sonst noch eine Waffe, die ich ein bisschen hochpushen will. Doch das Impuls, das ist ein spezielles. Das habe ich schon noch gepusht, okay. Ich habe auch noch keine Sniper, die mich interessiert. So eine richtig geile Special Sniper fehlt mir noch. So. Auch diese Rüstung sollte ich mal auch hochpushen. Alter, was? Alter, what the fuck? Schade, dass die anderen nicht mehr da sind, aber okay, es ist okay, die hab ich halt verpatzt. Ich werde nicht sehen, wie wir verloren haben. Aber ich werde halt mehr zu einem... Ich will die alten Ornamente aber nicht vermissen. Aber anscheinend. Ich guck mal hier bei Monarchen. Da gibt's nämlich noch nichts. Okay. Oh, das sieht ja mega aus hier. Alter Falter, okay. Eisenmanner wird gezockt dieses Season, aber sowas von. Das darf ich nicht vergessen. Power Waffen Kills. Alter! Das ist sowas so. Aber ich find's gut, wenn die wirklich da das halt immer wieder wechseln und man an die alten Sachen nicht kommt, weil man dann ist man was Eigenes. Wenn man was verpasst hat, dann soll man wirklich Pech haben. Denn dann steckt man auch eher dahinter. Das könnte ich auch machen. Die Eisenblutdinger hier. So, nice. Okay, und damit kannst du dann... Wir haben also noch viel zu tun, ist das eigentlich. Fortgeschrittener Paradox. Sonnenverstärker. Wo kriegt man den nochmal her? Das ist ja das.
und davon fortgeschritten. Ja, nice, dann hole ich mir noch einen. Wieder Zeit für YouTube, sogar eine längere Folge, weil ich noch viel Quatsch mache. So zum Abschluss. Merkur-Wasser. Wenn der Merkur größer werden würde, würde es mir gefallen. Was ist das? Ach ja, das ist noch eine Schau. Wir haben noch eine Schatzkarte. Ach ja, Fehler im System, heroisch. Kann ich nicht hier machen. Noch nicht. Könnte ich machen. Habe ich aber keine Lust zu. Warum? Weil Baum. Hier war ich schon lange nicht mehr. Die Zeichen deuteten heute auf deine Rückkehr hin. Interessante Wahl. Ich habe die Prüfungen im Dienste von... Ich werde dich in meinem nächsten Buch erwähnen. Der Arbeitstitel lautet Die Auserwählte und der, der auch nicht so schlecht war. Du strebst nach Wissen. Du hast Zeit. So, meine letzte Waffe. Na gut, es gibt noch eine. Die Frage ist, welche fehlt mir jetzt noch? Ja! Scheiße, nein! What? Wie geil! Ich habe eine Waffe, die ist. Die kann 350 werden. Aber hola, ich hab Sagiras Geisthülle, wie geil ist das denn? Und was ist damit? Habe ich jetzt wirklich alle? Nee, komm, das war nicht das letzte, oder? Doch, scheinbar schon. Zählt, wie viele Seraph-Waffen gesammelt wurden. Es gibt zwei Arten von Leuten auf der Welt. Die, die Osiris folgen und die, die seine Belehrungen noch nicht gelesen haben. Das ist aber aus... Kellos. Seraph-Waffen. Jetzt halte ich bis zu seiner Rückkehr Wache.
Waffengespenst. Ich glaube, das ist... Kann ich noch eins bekommen? Warte mal. Die Anhänger heißen dich willkommen, Hüter. Das war's. Das war wirklich die letzte. Wow. Ich hab die letzte Waffe. Das war die letzte Waffe. Das andere Ding ist ja kaputt. Ich habe die Prüfung. Holy. Aber muss doch noch geben. Aber geil. Nice. So, die letzte Waffe. Okay. Riesige Kisten. Warte mal, ist das so eine OP-Dings? Warte, da. Aber nur im Merkur, okay. Aber nein! Okay, jetzt werden doch zwei Parts raus, gut. Bei 36 Minuten, da mache ich jetzt keinen. So einen langen Part mache ich mit. Okay, dann würde ich mal sagen, wechsle ich jetzt das Spiel. Spiel auch ein bisschen Assassin's Creed. Da wollte ich ja noch ein bisschen Pharaonen-Sachen sammeln. Hier bin ich soweit erstmal fertig. Es wird natürlich nicht mehr kommen, destinmäßig. Da will ich nur einiges tun. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit der Kisten schon soweit fertig bin. Das wäre jetzt gerade Zufall. Nein, ich will das nicht. Vergangenheit ist die Zukunft, wie auch die Gegenwart die Vergangenheit aber ist. Aber Seraph-Waffen gibt's noch mehr. Unterwegs. Da gucke ich jetzt sogar mal im Internet nach. Ich gehe mal kurz zum Reisen zurück. Ich beende das Spiel eh. Die Sleeper, die existiert wieder. Habe ich gerade gelesen. Ist das wahr? Wenn ja, willkommen zurück, meine Sleeper. Die werde ich mir holen. Schläfersimulant. Ich glaube, ich weiß es. Wir haben ja hier... Warte. Diese Questline... nee, nicht diese da. Soll ich die mal beenden und gucken, was danach kommt? Da hat er mal dafür einen Hinweis auf zwei Kultwaffen. Sleeper? Und welche noch? Schwarze Spindel? Ernsthaft? Ah,
Also, ich find's ja nicht schlimm, wenn alte Waffen wieder zurück ins Spiel finden und dass man die halt nochmal neu sammeln muss. Ich sehe sofort nach. Ich denke mal, die wollen halt, damit es wieder so ein Erfolg wird wie Destiny 1, wollen sie halt die alten Sachen wirklich wieder einfügen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Solche Sachen wie das kann ich jetzt wegschmeißen, ne? Genau, verstauen. Dann verstaue ich das. Und das. Und das. Nämlich das zählt auch die Päckchen. Genau. Das sieht auch so langweilig aus, komm, geh weg. Aber cool, die Sleeper ist wieder da. Und wenn die Spindel auch wieder da ist, dann wird's wieder Zeit zum Sammeln. Na okay, ich lasse vielleicht dann Assassin's Creed heute doch ausfallen. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt diese Questreihe nachgehen. Also beide Questreihen. Das und das. Machen wir erstmal das. Ich weiß nicht, ob überhaupt eine davon so... Ja... Spindel sein könnte und was andere die andere Waffe. Finde ich aber cool.